Hallo und herzlich willkommen bei Harrys Tutorials. Ich bin Harry und ich zeige euch heute den Sozialstufenpass. Viel Spaß mit dem Video. Heute geht es um das Thema Sozialstufenpass. Und nee, ich habe die ganz bestimmt nicht alle hier leer gesoffen, das war irgendwer anders. Sonst wäre es ja der Asozialstufenpass. Naja, als allererstes müsst ihr mal auf F6 drücken. Dann habt ihr ganz oben links dieses Feld Sozialstufenpass. Dort klickt ihr drauf. Dort seht ihr dann euren RedM-Namen und darunter seht ihr, wie viele Stunden ihr schon gesammelt habt. Natürlich seht ihr hier nur die Stunden in dem Chapter, in dem ihr euch gerade befindet. Momentan ist es Chapter 2 für uns. Auf der ersten Seite seht ihr dann auch, welche Belohnungen ihr schon beansprucht habt und welche ihr noch zukünftig beanspruchen könnt, je nachdem, welche Sozialstufe ihr erreicht habt. Und natürlich ist es so, je mehr ihr gespielt habt, umso besser werden die Belohnungen. Irgendwann bekommt ihr Goldkisten, Platinkisten, Diamantkisten oder sogar Elitekisten. Also viel Spielen lohnt sich. Aber nicht einfach nur in der Ecke stehen und abwarten, bis ihr die Stunden voll habt. Es geht ja hier um Roleplay. Mein TWH! Ihr wolltet schon immer mal auf einem Roleplay-Server in Red Dead Redemption 2 spielen? Dann kommt jetzt auf TWH, The Western Hills. Alles Wichtige in der Videobeschreibung. Und nutzt meinen Promotion-Code TWH5. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ganz rechts könnt ihr sehen, welches Level ihr schon erreicht habt und in welchem Chapter ihr euch befindet. In dem Fall ist es Level 26 in Chapter 2. Ihr könnt aber auch nochmal hier zur Sicherheit auf die dritte Seite gehen, Info. Dort könnt ihr dann nochmal überprüfen, ob das denn so richtig ist. Dazu scrollt ihr dann zu den Stunden, die ihr gerade voll gemacht habt. In dem Fall sind es 1386,3. Siehe da. Wir sind Level 26, das passt. In der Mitte habt ihr die Toplist stehen. Dort könnt ihr dann gucken, ob ihr nicht nur in Chapter 1, sondern auch in Chapter 2 die meisten Stunden gesammelt habt. Jetzt hier mal auf Chapter 2 drücken und nach vorne gehen, sehen wir, Wolke ist als erstes. Gehen wir auf Chapter 1, ist es Amelia Douglas. Gehen wir auf All Time, ist es Wolke. Richtig toll, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Like da und abonniert den Channel. Nicht vergessen, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Falls ihr noch weitere Dinge von mir erklärt haben wollt, schreibt eure Fragen doch in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Tschüss!